Hallo Leute, wir sind ja heute in Berlin, wie man unschwer erkennen kann, zu einer Halloween-Party eingeladen. Christine Ockpara hat uns gestern Nacht um 4:30 hierher eingeladen, ob wir nicht kommen wollen, weil sie wird hier auftauchen und Valentina wird hier auftauchen. Bekanntermaßen hat uns Valentina blockiert und deshalb wollen wir es versuchen, wieder gut zu machen mit einem wunderschönen Blumenstrauß und halt mal. Na klar, komm, hol raus. Von Herzen Pralines, die kosten wir gleich nochmal und dann verschenken wir die. Mal gucken, was uns noch so erwarten wird. Wir gehen jetzt einfach los. Go. Für alle, die nicht wissen, wer das hinter uns ist, das ist mal Lisa mit Fabio bei Temptation gewesen und bei Couple Challenge. Dann Cut und versucht noch irgendwo anders teilzunehmen. Und ich glaube, daraufhin wurden wir blockiert, aber wir fragen das gleich mal nach. Hallöchen, wir haben was vorbereitet für dich. Hast du eine Sekunde für uns? Komm drauf an. Oh Gott. Schönen guten Tag. Wir haben schon gleich jemanden gefunden, bei dem wir uns entschuldigen möchten. Okay. Du hast uns ja blockiert und wir wollen das gerne wieder gut machen, wenn es irgendwie geht. Das heißt, wir haben für dich, ach, ihr seid ja süß, einen Strauß Blumen. Oh Gott. Und? Oh, wie süß seid ihr denn? Wir meinen es wirklich ernst. Da kann ich ja nicht mehr böse sein, Mensch. Ja, ja. Und tut's wirklich, ja, komm mal her. Hallo, habt ihr gleich mal eine Sekunde für uns? Ganz kurz. Hast du eine Sekunde für uns? Anfassen. Sorry. Ne? Wir haben wir haben was Kleines vorbereitet, wenn es möglich wäre. Anscheinend nicht. Oder fragst du nochmal? Anscheinend nicht. Gut, dass du da bist. Wir haben eine ganz kleine Mission. Wir haben ein Problem. Hat Valentina dich blockiert? Ja, sie hat mich blockiert, aber sie hat mir eben Hallo gesagt. Ich weiß auch nicht, was. Vor uns rennt sie nämlich weg. Ich hab's gerade probiert. Tessa? Ich hab's probiert mit Geschenk. Kein Durchkommen. Und unsere letzte Hoffnung ist, dass du nochmal hingehst und sagst, hier, Trashkurs hat ein Geschenk für dich. Ja klar, ich versuch's gerne für euch. Kein Problem. Geil, geil. Und ob sie uns entblockiert, wäre schon schön. Okay, ich frag mal. Ich würde jetzt auch einfach mal ganz kurz dieses Ding hier abmachen. Und dann erkennt sie auch nicht, von wem du kommst. Valentina, kommst du ganz kurz? Sie sagt nein. Wahrscheinlich ahnt sie schon, woher wir kommen. Deswegen, was sollen wir machen? Ich bettel ja jetzt nicht drum, aber für die beiden wollte ich es echt gerne machen, aber... Freust du dich auf deine Lieblingsfreundin, die heute hier ist? Ist sie eigentlich? Wir haben ein Versöhnungsgeschenk mitgebracht. Ist nur eine Geste. Oh mein Gott. Und wir haben es probiert, aber sie möchte nicht. Ach so, dass das von mir kommt und sie will das? Nee, von uns. Nimm das, probier es einmal bei ihr, wenn nicht behalt. Meinst du? Also ihr gebt mir das, damit ich mich mit ihr versöhnen kann? Ja. Oh, das wäre ja mega. Ja, ja. Also wenn sie das annehmen kann, ich danke euch. Und wenn es wirklich gerade geht, dann küsst du euer Herz. Ha. Ich bin noch in Partystimmung. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin ein bisschen schlecht gelaunt, weil das war gar nichts. Wir kamen bei Valentina überhaupt nicht ran. Nicht mal, ich hatte nicht mal Augenkontakt mit ihr. Ich hatte Augenkontakt. Sauer. Naja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es war erfolgreich für uns. Wir probieren es einfach das nächste Mal nochmal. Wir werden auf jeden Fall nochmal auf sie treffen. So, Hallöchen, meine Lieben. Ich wollte auch nochmal ein kurzes Statement dazu abgeben, zu der Situation Valentina und mir. Ja, da gab es ja gestern auf der Halloween-Party das erste Mal nach 8 Monaten ein Aufeinandertreffen. Und ja, ich hatte ja vielleicht vorgehabt einen Entschuldigungsversuch. Ihr wart ja so freundlich und habt mir einen Blumenstrauß mitgebracht mit einer Pralinschachtel. Ja, aber ich sag euch, die Blumen waren so schön und die Pralinen so lecker, dass ich die Blumen verschenkt habe. Und die Pralinen habe ich mit der Sarah Kulka gegessen.